Letzterer zeichnet auch als Trainer verantwortlich. Und gefahren wurde noch die Trapezhalte von Jan Thijs de Jong, der hier dieses Rennen für sich entscheiden kann. Wir gratulieren natürlich den gesamten Team zu diesem tollen Erfolg. Fotos sind gleich. Wir werden Jan schon mal einiger. Jan, wenn er nicht richtig ist, dann auch auf den Lauf. Jan, du bist heute als Testfahrer mal gestellt, aber vielleicht hast du auch schon mal ein bisschen den Lockett-Trabi verfolgt. Er hat drei richtige Bedingungen aufgenommen, hat jetzt eine ganz lange Durchstrecke. Zuletzt in Berlin, kleiner Anlass. Wie fühlt er sich wirklich schon gut an? Also, das musst du sagen, das war für dich heute zu einer Überraschungsfaktor. Der Fahrer so gut wie Janik gehofft hat? Ja, der hat gesagt, letzte Fahrer mit Lesern. Wir können auch gerne gehen, wir gehen jetzt. Ja? Wenn die Pferde drei richtige Kühlsumme aufnehmen, ist auch der Sprung gegen die älteren Pferde relativ schwer, aber ich denke mal, er hat heute bewiesen, dass er das kann. Ja, gut, Nick hat gesagt, das Pferd hat viel Probleme gehabt. Sie haben viel Arbeit daran gehabt, um das Pferd ein bisschen ein gutes Rund zu kriegen. Ich denke, du musst daran verstanden sein. Ich lasse euch eure wohlverdiente Sieger parat. Wir wollen hoffen, dass Lucke Trim Rabit gesund bleibt und dass er dann diese Leistung noch heute bestätigen kann. Meine Damen und Herren, Ihren herzlichen Applaus bitte für Lucke Trim und Sieg war Jan Thijs de Jong.